Guten Morgen und willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Wir sind in Kalia-Höhlen. Kali, wahrscheinlich wie die Göttin mit den sechs Armen in der indischen Mythologie. Dies ist die letzte Mission, das letzte Level des ersten Szenarios, der ersten Kampagne, sage ich mal. Ist relativ kurz, ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein Labyrinth, aber kein allzu schweres. Oh Gott, ich glaube die Steuerung. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, ändert sich die Steuerung erstmal auf vorgegebene Tasten. Das möchte ich nicht. Ich weiß, dass dieses Level relativ kurz ist. So, wenn ich da runterrutsche, dann komme ich nicht mehr zurück. Okay. Dann gehen wir doch erstmal in die andere Richtung. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich keine Secrets hier. Gefundene Secrets 0. Es müsste tatsächlich auch schlichtweg 0 geben, wenn ich mich nicht täusche. Ich mag dieses Level nicht so sehr. Ist nicht schlecht oder so, aber es ist halt. Ja. Im Endeffekt ist es nur ein kurzes Labyrinth, bis man dann auf einen Raum trifft, in dem Dinge passieren. Außerdem erinnert mich das ein bisschen an das Labyrinth von The Legend of Zelda Ocarina of Time in Schattentempel. Oh, ich wäre da fast reingelaufen. Was gibt es da unten Feines? Wahrscheinlich Stacheln? Nee, da unten kann man tatsächlich hin. Ich sollte vielleicht mal nicht so sehr mit Fackeln geizen. Ich denke, ich kann ja mal kurz schauen, wie viele Fackeln habe ich denn? Weil man kriegt immer 84. Man kriegt aus einer gefundenen Fackel quasi immer 8 Stück raus. Also es ist jetzt nicht so, als würde man an Fackeln, würde es an Fackeln mangeln. Ist großartig, nicht? Ich weiß, dass man hier Sachen finden kann. Von daher, ich möchte es nicht komplett einfach alles ignorieren. Ja, zum Beispiel hier die wunderbare Uzi-Munition, die ich niemals verwenden werde, weil das kann ich euch tatsächlich erst in ein paar Leveln sagen. Also unabhängig davon, dass ich die Uzis einfach niemals finden werde. Okay, Schaden genommen. Da komme ich schon mal nicht wieder hoch. Na gut, ich spiele jetzt das Level einfach, wie ich es kriege. Ich werde mir jetzt gar nicht zu sehr so Sorgen oder Gedanken darüber machen. Bin ich wieder am Anfang? Wieder am Anfang? Nein, bin ich nicht. Wenn ich ans Ende gerate, dann gerate ich halt ans Ende. Ich werde es jetzt nicht zu sehr hinauszögern, hier zu finden, wo ich hin muss. Wie gesagt, es ist ein Labyrinth. Wenn ich jetzt halt zufällig ans Ende komme, dann komme ich halt ans Ende. Auch wenn ich gerne natürlich alles hier erkunden würde, aber es ist halt, ihr seht es, es ist halt, spicy. Ich denke, ich könnte es wahrscheinlich in einer Episode schaffen. Aber da wir am Ende eine Cutscene kriegen, und zwar eine längere Cutscene, werde ich es wahrscheinlich so oder so auf zwei machen müssen. Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay. Okay, die zielt nicht mal. Nicht getroffen. War die irgendwas? Manchmal lassen die Schlangen auch was fallen, beziehungsweise sie stehen auf etwas, stehen. Sie schlängeln sich auf etwas drauf. Sagen wir so. Nichts, nichts, nichts. Nichts, nichts, nichts. Oh boy, so, wäre ich alternativ hergekommen. Genau, da wäre ich alternativ hergekommen. Also ihr seht, es ist wunderschön. Da gibt es nichts, dann kann ich ja nur da lang. Okay. So. Okay. Oh Gott, Alter. Da lang? Fragezeichen. Oder doch lieber woanders lang? Da lang? Ja, nein, vielleicht. Lara, sprich mit mir. Du bist der Grabjäger, nicht ich.
So, schau mal hier rein. Was gibt's hier Feines? Ah ja, whatever. Weißt du was, whatever. Okay, gut, gut, gut. Okay, doch. Also es ist ein scheiß Labyrinth. Soweit ich mich erinnere, ohne gröbere Todesfallen, wenn ich mich richtig erinnere, komme ich da nicht hoch. Du musst mich verarschen. Ich könnte fast meinen, das ist schon da, wo ich hin muss. Weil das sieht schon so aus, als wäre es anders. Ups, ich möchte bitte einen Schritt zur Seite machen. Ich komme da nicht hoch. Es ist halt echt ein Millimeter zu weit weg. Lara, streck dich doch noch ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Mehr möchte ich gar nicht. Ich komme hier schon wieder hoch, oder? Ja, komm ich. Okay. Komm. Auf die Knie mit dir, Lara. Okay. Dann gab es hier, glaube ich, noch einen Weg weiter. Ja, okay. Wir machen mal Licht. Wie gesagt, ich muss jetzt aktuell tatsächlich nicht geizen damit. Wenn man vom Teufel spricht, gibt es ja auch schon Fackeln. Und noch wichtiger müsste es hier eigentlich... Nein, nichts weiter geben. Jetzt sieht es fast so aus. Ich glaube, ich erinnere mich hier dran. Wir speichern hier mal. Wir speichern mal da. Ja. Also, erstmal nimmt man hier auf jeden Fall Schaden, wenn man da runterfällt. Das ist das Erste. Ich könnte jetzt mal... Also, das Erste ist, wir nehmen auf jeden Fall Schaden, wenn wir da runterfallen. Das Zweite ist, wir nehmen sofort Schaden von der Schlange. Das Dritte ist, es sind viele Schlangen hier. Das Vierte ist, na, jetzt habe ich die Fackel fallen lassen. Es ist fucking düster. Ich könnte schwören, dass eine der Schlangen irgendwas hatte. Aber scheinbar nicht. Nein. Oh Gott, oh Gott. Und da kommt noch irgendwo... Oh Gott, ich wäre fast noch reingegangen. Ihr habt es wahrscheinlich überhaupt... Oh Gott, es sind noch mehr... Es sind noch mehr Schlangen. Habe ich jetzt alle. Okay. Also, wunderbares Spiel, nicht? Ich nehme das jetzt alles mal so hin. Wir machen jetzt nochmal eine Fackel an. Also, was ihr erstmal nicht sehen könntet, da waren noch mehr Fackel... Da sind noch mehr Schlangen und ich bin wieder vergiftet. Es ist okay, ich nehme es so hin. Ich nehme es jetzt einfach so hin. Ich will jetzt nicht zu viel safe staten und sonst was. So, also, was ihr nicht gesehen habt, es sind nochmal viel mehr Schlangen. Es sind nochmal mehr Schlangen. Oh mein Gott. Man kann auch einfach geradeaus weiterlaufen. Ist auch egal. So, was ihr aber jetzt noch nicht gesehen habt, ihr habt es vielleicht nur gehört, da ist noch so ein scheiß Stein von hinten gerollt gekommen. Ich hätte ohne weiteres noch überrollt werden können. Also, beautiful. Beautiful fucking level. So viel zu, es gibt keine Todesfallen. Ich habe mich getäuscht. Mein Fehler. So. Fuck dieses Level, Alter. Okay, genau. Da unten ist es. Es ist soweit. Vielleicht brauche ich doch nur ein Dings dafür. Und zwar, wir speichern jetzt nochmal hier über den Ganges drüber. Wer hätte es gedacht? Es gibt einen Boss. Es gibt einen Bossfight. Der Bossfight ist sogar nochmal so gnädig und gibt mir ein Medikit, ein Speicherkristall. Und wer ist der Boss? Der Dude von vorher. So. Wenn ich ins Wasser falle, müsste ich, glaube ich, sterben, wenn ich mich nicht täusche. So. Der müsste mit Feuer um sich werfen. Warte mal, wir schauen mal. Wenn ich hier reinfall, instant fucking death. Instant fucking death. Da kennt das Spiel nix. So. Wir können jetzt nicht ins Wasser fallen. Das ist das Erste. Sofortiger Tod. Der Typ, wenn ich mich nicht täusche, kann einen anzünden, was auch, glaube ich, sicherer Tod ist. Also übrigens der Typ, den wir jetzt schon häufiger gesehen haben, aus Cutscenes und sonst was.
Ich müsste jetzt mal schauen. Also wir schauen es einfach mal an. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Wir probieren es mal. Wir nehmen ein Medikit. Okay. Und wir drehen uns ein bisschen auf den Boden. Reicht es? Wir sind tot. Es ist dead. Was ich habe es vor ein paar Episoden gesagt. Bosse sind instant death, wenn du nicht jedem Shit ausweichst. Okay. Er hat eine Attacke, die mich sofort die mich sofort umbringt. The floor is literally fucking lava. Und ich glaube, das ist noch nicht mal seine härteste Attacke oder so. Und die Kamera ist auch einfach auf ihn fixiert. Warum sammle ich dieses Zeug hier? Das sind Granaten. So, warum sammle ich Granaten? Hat tatsächlich einen guten Grund. So, bitte. Okay. Wir müssen. Vorführeffekt. Wir müssen das Ganze natürlich jetzt ein bisschen anders angehen. Es hilft nichts. Den Granatwerfer möchte ich haben. Und die Granaten möchte ich haben. Unbedingt. Die müssten den Kampf relativ einfach machen. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, das hier kann ich relativ leicht aufheben, ohne dass mir was passiert. Und bei der zweiten Attacke muss ich erstmal abwarten. So. Man kann sich nicht auf dem Boden rollen. Ich möchte doch nur den scheiß Granatwerfer haben. Das ist die zweite Waffe, die ich in diesem scheiß Spiel finden kann. Das ist tatsächlich, ich habe tatsächlich nichts anderes übersehen. Ich weiß noch ganz genau, dass man in der ersten Welt nur die Schrotflinte, die erste Welt, in dem ersten Land nur die Schrotflinte finden kann und den Granatwerfer hier. Das ist die zweite, das ist wortwörtlich die fucking zweite Waffe, die wir finden können. Ich will den Granatwerfer! Okay. Ich lasse mir das nicht nehmen. Okay, vielleicht sollte ich noch mal unten speichern. Also, wie ihr seht, also, wisst ihr was? Bei Dark Souls, ne? Bei Dark Souls hast du ja wenigstens noch die Möglichkeit, nicht in einem... ich habe nie alle Dark Souls gespielt. Ich habe vielleicht eins gespielt. Ups! Das ist interessant. Das wusste ich gar nicht, dass das so funktioniert. Warte, wir machen mal was anderes. Wir springen jetzt einfach mal zu dem Dude rüber. Oh, das ist Speedrun-Strats. Oh mein Gott! Das war mein Fehler. Aber es war gar nicht mal so scheiße. So, wir springen jetzt einfach zu dem Dude rüber und dann springen wir an dem Dude vorbei. Und dann kriegen wir direkt den Granatwerfer. Und dann müssen wir es eigentlich haben. So, wir weichen den Flammen aus. Wählen jetzt erstmal den Granatwerfer aus. Jetzt haben wir ihn endlich. 4 Schuss ist nicht viel, aber... Okay. Hat es jetzt Schaden gemacht? Scheint nicht so. Ach, come on, Lara! Du dumme Furze! Ich möchte auch nicht während des Kampfes speichern, wenn ich mich einmal an einer falschen Stelle speichere und ich fucking instant death bin, dann ist es natürlich ein ziemlicher Bullshit. So. Alternativ muss ich einfach die Dings nehmen. Ich dachte eigentlich, der Granatwerfer müsste eigentlich genug sein, gut genug sein, um den mit 2 Schuss oder so zu töten, aber irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Okay. Schade, jetzt habe ich das vollkommen umsonst gemacht, also. Immer schön ausweichen, einen Schuss. Ich weiß nicht, wie viel ich davon machen kann. Also, wenn man in Bewegung bleibt, sollte das relativ gut... Oh, was das? 5 Schuss mit der Schrotflinte. Oh mein Gott. Und hier war ich und habe das alles so unglaublich kompliziert gemacht. Naja, aber ihr habt jetzt mal gesehen, wie beschissen diese Bosse sein können. Ich meine, ja, hält erstmal nicht so viel aus, aber meine Fresse. Eine Attacke, trifft dich eine Attacke, das war's. Arrivederci, tschüss, auf Wiedersehen. Ich kann jetzt immer noch sterben, wenn ich da reinfall, bin ich tot. So, werde ich es tun? Wahrscheinlich ja. Ich habe irgendwie Angst, dass ich genau das tun werde. Also, der hat jetzt so einen schönen Kristall
fallen lassen. Den Kristall haben wir schon mal in der Anfangssequenz gesehen. Lara sammelt diese Artefakte. Das ist das, was sie tut. Sie ist eine Artefaktsammlerin, eine Grabjägerin, eine Tomb Raider halt. Und wir müssen insgesamt davon 4 sammeln. Warum das genau ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber wir werden es gleich sehen in einer Cutscene. Ich möchte doch nicht, dass Sie von dem schwachköpfigen Forscher vorhin auf mich schließen, Miss... Lara. Ich bin Dr. Willard. Ich wollte mich eigentlich selbst mit Tony unterhalten, aber ich muss sagen, Sie haben die Sache recht elegant gelöst. Ich bin beeindruckt. Ich möchte Ihnen gerne eine andere Arbeit anbieten. Was? Soll ich etwa auch mit Ihren anderen Jungs herumtoben? Nein, danke. Zum Glück waren das die einzigen Versuchskaninchen, die wir freilaufen ließen. Nein, ich bräuchte 3 weitere Artefakte wie dieses. Der Infader-Stamm besaß nur ein Artefakt dieser Art. Es ist einzigartig. Und welches Interesse hätten Sie daran? Ich zeig's Ihnen. Es stammt nicht aus Indien, sondern von einer Insel nahe der Antarktis. Genauer gesagt ist es ein Meteorit, der von den Polynesiern, die vor langer Zeit dort siedelten, bearbeitet und benutzt wurde. Sehen Sie das? Das ist einmalig. Ein unbekanntes Material. Und wie ist es hierher gelangt? Von Planeten geformt, von Polynesiern bearbeitet, von Idioten verstreut. Unsere Ausgrabungen und Untersuchungen haben uns das hier beschert. Das Tagebuch eines Matrosen, der an Charles Darwins Expedition auf der Beagle teilnahm. 14. August 1834. Diese Reise ist sterbenslangweilig. Es gibt einfach nichts weiter zu berichten. Von wegen Abenteuer auf hoher See. Einfach nur peinlich ist es. Soll ich etwa über stundenlanges Vögelbeobachten schreiben oder darüber, wie wir für die blasphemischen Ideen von unserem feinen Herrn Darwin Blumen pflücken und pressen? Aber das regt mich jetzt auch nicht mehr auf. Ich will bloß noch was zu futtern. Irgendwas außer dieser ewigen Gemüsebrühe. Heute haben wir 5 einen Pakt beschlossen. Die einzigen Proben, die wir nehmen werden, sind aus Fleisch. Echtem, festem, blutigen Fleisch. Der Schnee wird zu dünn, die Spuren sind weg. Lauft einfach weiter, wir sind ihm schon auf den Fersen. Hier ist was! Seht mal, noch eins! Was mögen die wert sein? Hä? Zu spät! Da waren nur 4! Ist keins für dich übrig? Oh ja! Paul? Warum? Am besten ist, keiner sagt Darwin was hiervon, ja? Sonst müssen wir nochmal da rein und das Vieh jagen, um Proben zu kriegen. Also, Paul ist in eine Gletscherspalte gefallen, klar? Okay, Steven. Amen. Steven überlebte als einziger der 4. Nach seiner Rückkehr nach London verkaufte er sein Artefakt aus Aberglauben. Er hatte gesehen, wie seine Kumpels wegen ihrer Artefakte ermordet wurden oder durch sie umkamen. Einer hier in Indien, einer im Südpazifik und einer in Nevada. Dorthin sollen sie für mich fahren. Na dann mal los. Okay, ich nehme noch auf. Sehr zu meinem Erstaunen.
besiegte Gegner gefunden, ist Secrets 0. Wenn da steht 0, heißt es auch, dass es keine gab. Die Cutscenes sind erstaunlicherweise noch sehr gut. Also für die Zeit waren sie erstmal fantastisch und halten sich eigentlich noch ganz okay. So, wir haben ein bisschen Story krumm. Das war Indien. Es geht weiter. Das Spiel sagt einem quasi, wo es einen hinhaben will. Das sind die Philippinen tatsächlich. Diese Inselkette, so schlecht sie auch dargestellt ist, sind die Philippinen. Wahlweise können wir auch nach London. Der rote Punkt, der da blinkt, das ist Indien, da waren wir gerade. Oder aber nach Nevada. So. Das Spiel möchte einen... Indien ist immer das Erste. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wenn ihr das Spiel startet, Indien ist das Erste. Jetzt haben wir die Wahl zwischen den Südseeinseln, Nevada und London. Das Spiel sagt einem quasi, wo es einen als nächstes hinwerfen möchte. Die eigentliche Reihenfolge, dieses Spiel zu machen, sind die Südseeinseln, London und dann Nevada. Das werde ich nicht machen. Das hat einen sehr guten Grund. Ich werde zuerst nach Nevada gehen. Nevada ist meine Lieblingswelt, sagen wir mal so. Gebiet, sag mal so. Ist sehr einzigartig und interessant. Und ich will nicht spoilern, aber es hat einen sehr, sehr guten Grund, warum ich dahin gehe. Das werden wir am Ende des Levels sehen. Im Endeffekt ist es egal. Man kann das Spiel erfolgreich abschließen, egal in welcher Reihenfolge es macht. Aber ich sage nur, die richtige Reihenfolge ist eigentlich die Südseeinseln, dann London, dann Nevada. Wir gehen als nächstes nach Nevada. So. Und so geht der ganze Scheiß los. Aber das war's für heute. Was wir hier in Nevada machen, wir suchen Artefakte, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, bis morgen.